Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Ja, es ist wirklich eine Weilchen her, dass ich nicht mehr weitergemacht habe, aber dies hat nun seine Änderung. Wir machen immer noch weiter. Wir haben ja auch hier, genau hier in dieser Stelle in der letzten Folge aufgehört und wir müssen quasi die Blutspur weiter folgen und ich weiß wirklich nicht, was auf mich noch so alles erwartet, denn das Grauen hat erst gerade angefangen. So, und wie immer bereite ich schon meine Kamera bereit. Wir nehmen hier alles auf. Und später werden wir das veröffentlichen. Security. Okay, die ist schon mal zu. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Und wir werden beobachtet. Okay, diese Kerle kennen wir ja aber halt schon aus der letzten Folge. Und ich sehe, die sind, glaube ich, einen Moment. Ja, die sind nackt. Hundertprozentig nackt. Nackidai-Menschen. Zwei Zwillinge, Brüder, keine Ahnung. Und hier leuchtet irgendwas. Eine Batterie. Und wir wissen natürlich, die Batterien sind wirklich hier wert in diesem Spiel. Und ich glaube, genau, hier waren wir auch in der letzten Folge. Wir wurden irgendwie betäubt und dann hierher gelandet. Und warte, drücke X, während du dich auf eine Kante zubewegst, um hinunter zu springen und dich festzuhalten. Wow, wir müssen hier runter? Nee. Man kann ihre kleine Würstchen sehen. Okay. Ich gehe lieber hier lang. Aber ohne Witz, man kann ihre kleinen Lulu-Männer sehen. Aber halt. Nein, die sind doch dann hier. Oder? Ey, ich höre die doch. Was? Die sind weg. Die sind weg. Wo sind die? Oh, Leute. Ja, einige Räume kennen wir ja schon. Aber dieser Wachmann ist schon bereits tot. Was für ein Wunder. Und eine Akte. So, Dokumente. Hinweis zur Wartung der Reinigungstore. Moorcroft Corp. PG. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäß Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Warrider. Schauen Sie im Moorcroft Corp. Wartungshandbuch MMPSMM180286 nach oder wählen Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberichtigung. Alles klar. Projekt Warrider. Was ist dieses Projekt Warrider? Und eine Batterie. Yes. Und wir haben 4 Batterien, Leute. Das läuft. Gut. Und wir haben es gerade 9.06 Uhr. Oh, shit. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang, denn wir müssen erstmal die Blutspur folgen. Okay, hier ist nix. So, für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Natürlich, war doch so klar, dass wir nicht so leicht hier weitergehen können.
Gott. Alter! Das ist dieser Fette mit diesen Klingen. Eine Schlüsselkarte. Ach, wir können die Tür zumachen, aber lieber lasse ich die noch auf. Ach, halt! Nachts sich immer ausschalten. Und wir können durch. Und es ist dunkel. So, entkomme durch die Duschen. Na super. Und es regnet auch noch. Ja, komm. Ah. Leute, das waren die zwei nackten Männer und wir sind draußen. Hey, wir sind draußen und warum können wir nicht runterspringen? Hallo? Ich hätte jetzt hier runtergesprungen. Also ich kann jetzt nicht schauen, wie tief das jetzt hier ist, aber Leute, wir sind draußen. Wir wollen doch aus diesen Irrenanstalt entkommen. Aber nee, das Spiel sagt, wir müssen hier lang. Und ich sehe die zwei Nucky Dice nicht. Und es ist zu still hier. Zu still. Und es ist hier Licht. Wunderbar. Ach, halt, hier geht's noch weiter? Was zur Hölle? Eine Folterkammer? Okay, also hier waren wir natürlich nicht. Und ein Bild von einer fremden Person. Alter, der kann ja schielen. Guck mal, wie weit seine Augen auseinander sind. Und eine weitere Akte. So. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragsnehmer Nummer 148616. Von Murkow Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732. Ort Colorado. Gemeinde oder Staat? Mount Massive Preserve. Voller Name: Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Staat? Stadt, in welche der Tod eintrat: 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft. 55 Jahre Geschlecht. 55 Jahre Geschlecht männlich. Farbe, Rasse, weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. In Klammern, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum, 20. Oktober 1918. Geburtsort, Deutschland. Wow. Deutscher hier in einem Horrorgame? Datum des Todes, 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich
dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggegebene Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay, jemand wurde hier gestorben und der wurde natürlich auch noch hier behandelt. Was für ein kranker Scheiß läuft hier, Leute. Okay. Ach, Moment mal, die können wir öffnen? Was sollte das denn? Ja, hier ist wieder zu. Am besten machen wir auch noch zu. Nee, okay, man kann die nicht schließen. Ich dachte, man könnte sie so richtig verriegeln. Aber man kann das nicht. Okay, die... Ach, die ist auch auf. Okay. Ja, und was müssen wir jetzt hier machen? Ich sehe jetzt keinen anderen Weg. Kein Lüftungsschacht, rein gar nichts. Ah. Ein roter Knopf. Ach du Scheiße! Es ist der Fette! Du Arsch! Nein, weg, 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 weg! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Feuer! So, neues Ziel, finde einen anderen Weg in die Duschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich höre ihn. Der ist hier, Leute. Der ist hier. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Scheiße, Leute, was mache ich denn jetzt? So, ich wette, ich muss irgendwie hier raus. Aber die Frage ist natürlich, wie? Ich denke mal, wenn der nach links geht, dann sollte ich nach rechts gehen, damit er mich nicht sieht. Und ich glaube, wenn ich auch rechts gehe, finde ich auch schon den richtigen Weg. Der kommt näher.
Da ist der. Und einfach schnell nach oben. Ist er jetzt noch unten? Okay, der weiß bestimmt Bescheid, dass wir hier oben sind. Ey, der ist hier oben. Jo, der ist da! Oh, oh, oh! Schnell, 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 schnell! Okay, hier sind wir, glaube ich, sicher. Speichert. Ach Leute, wir sind erstmal hier sicher. Ach Leute, mein Herz. Mein Herz ist pocht und wie. Okay, wir sind erstmal entkommen von diesen dicken, fleischfressenden Zerhacker. So, Showers. Ist zu. Oh, 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 oh. Du Misa. Oh, wo sind wir jetzt? Zellenblock C, Zellenblock B. Oh. Hallo? Okay, der kann anscheinend mir nichts antun, weil er trägt eine Zwangsjacke und... Ja, er kommt da nicht da raus. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, ich denke mal, er tut mir wirklich nicht nichts. Okay, okay, okay. Hier ist noch was. Aber ich sehe hier keinen Weg. Ey, komm mir bitte nicht zu nah. Es ist schon unheimlich, dass du mir so hinterher folgst. Ich glaube dir. Ah! Ah! Halt, Moment. Okay. Ja. Alles klar. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß gehabt mit dieser Folge. Also, ich weiß nicht, was hier daran spaßig ist, weil ganz ehrlich, es ist unheimlich. Ich wurde wieder zum Tode erschreckt. Und wir sind nicht alleine. Ich meine, wir haben die Lulu-Männer, die Nakedais und wir hatten jetzt den geraden fetten Fleischmann mit seinen Klauen. Ich weiß nicht, aber irgendwie will ich den, wie heißt das, oder wie nennt man seinen Namen? Der Fleischfressende Zerhacker von dieser SpongeBob-Folge.
Ohne Witz, der Name passt sehr gut zu ihm. Ja, ich würde ihn so nennen, der fleischfressende Zahacker, wenn der Name so richtig klingt. Okay Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Outlast. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.